Gnadenlos bin ich mit sehr vielen Menschen, mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, mit mir selbst umgegangen. Respektlos, gnadenlos, respektlos. Diese Gnadenlosigkeit hat mich auch zu meiner Tat geführt. Weil ich selbst mit mir so unzufrieden war und respektlos mit mir war. Und das hat einen anderen Mensch zu spüren bekommen. Indem ich ihm sogar noch das Leben genommen habe. Ich kannte das Opfer. So ein guter Bekannter, wir haben uns öfters bei Veranstaltungen getroffen. Soll eigentlich nur eine Aussprache sein, aber da sind so viele Sachen aufeinander getroffen, wo ich dann das Messer aus der Tasche gezogen habe, das ich mir bei mir geführt habe und habe den Mensch abgestochen. Ich war in so einem Film drin, sage ich mal. Aber trotzdem war für mich das Erste hier Polizeistelle. Und richtig bewusst geworden, was ich mit meiner Tat angerichtet habe, ist bei mir so nach 2 Jahren der Inhaftierung, ist mir das erstmal bewusst geworden, was ich mir selbst angetan habe, der Familie des Opfers, meiner Familie. Gnade empfange ich jetzt noch intensiver jeden Tag, indem ich wach werde und meine Sinne gebrauchen kann. Ich habe das auch vergessen vor meiner Inhaftierung. Mir ist das hier jetzt wieder in meiner Inhaftierung richtig bewusst geworden, was Gnade für mich bedeutet. Und Gnade habe ich auch gefunden, indem ich mein Opfer um Vergebung gebeten habe. Verzeihen kann ich mir die Tat auf eine gewisse Art und Weise, ja. Das Opfer bleibt, der Tattag bleibt. Aber ich habe sogar mein Opfer um Vergebung gebeten und habe damit gute Erfahrungen gemacht. Und das ist auch eine Gnade für mich. Und es war auch keine Absicht, den Menschen umzubringen.